Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu The Forest. Am Start auch wieder der Philipp. Und ja, man hat ja gesehen in der letzten Folge, dass wir so kleine Probleme hatten. Ein wenig belagert worden. Ja, das ist... Man kann das gleichsetzen wie mit den Zeugen Jehovas. Ja. Sie kommen immer wieder und klopfen an der Tür. Richtig. Ja, gut, noch haben wir keine Tür dran. Das ist unser Übel. Oh, und alles haben sie uns hier gemacht. Echt wahr? Das ist ja übel. Aber die hier, die Dinger können sie nicht kaputt machen, ne? Kann das sein? Scheint nicht. Ganz zum Anklopfen können, weißt du, da hätte man sie einfach reingelassen, so. Oh, warte, durch, halt an. Halt, du Sack. Durch, ich seh dich, aha. Oh, ich seh dich. Hasi. So, unser Mittagessen ist gerettet. So, mal aufräumen. Ja. Oh, ja. Also wir brauchen mehr so Schlingfallen, die sind echt geil. Ja, die können wir mal hier gleich ein bisschen und ringsherum ein bisschen aufsammeln, ne? Aufbauen hier ein bisschen. Den Schrank wollte ich noch aufbauen. Damit wir mal ein bisschen Getränke sammeln. Genau. So, dann haben wir da voll. So. Ich habe mich noch ein bisschen erleichtert bei den Steinen. Aber weißt du, was krass ist? Hier hinten ist ein ganzer Korb voll mit Knochen. Da habe ich gerade voll gefüllt, letzte paar reingeschnitten. Können wir die nächste Leiche noch? Ganz viel einsammeln, ja, oh Mann, cool. So, geerntet. Mhm. Aber die neumoderne, also die große Axt haben wir auch noch nicht gefunden, ne? Nee. Hassi! Och. Da haben wir sogar einen Tannenbaum stehen, ne? Für Weihnachten. Die können wir im Winter schmücken dann hier. Oh, Knochen. Richtig viel von den kleinen Bäumchen haben wir hier im Lager. Das ist gut, ja? Busch. Super. Habe ich das Hasi wieder rausgenommen.
Komm mal her, setz es ab und du erschlägst. Okay, Moment. Aber das ist nicht über die Knochen, das bringt ja nichts. So. Hasi! Oh. Willst du einen Kopf haben? Da liegt er noch. Ich glaube, die beiden, die brennen hier noch nicht. Du brauchst so verdammt viele Knochen, ne? Das ist ja übel. Viele Knochen und viel Stoff. So, ich fange mal ganz kurz an, ein bisschen Holz zu hacken hier. Kannst du auch dich wehren? Das ist schon mal gut. Ja, aber da macht nicht so viel Schaden. Oh, schade. So. Baum fällt. Richtig. Heute haben wir ja mal ein bisschen die Höhlen erkundet, heute bauen wir mal ein kleines bisschen hier. Muss ja auch mal sein. Muss sein. Ah, das sind ja noch mehr Leichen. Mir war gerade, dass jemand gerade gelacht hat hier. Aber gelacht? Ja, so ein Eingeborener hier, aber. Ich habe mich gerade selbst angezündet. Aua! Ich habe gehört, das soll ungesund sein. Ja, tut nicht so gut. Was ich mich auch frage, wie das mit dem Nachwachsen ist. Also jetzt waren die Bäume hier wieder da gewesen, ne? Zumindest die, die an der Seite standen. Weil bei mir im Single, da wächst bisher nichts nach. Nee? Okay. Da habe ich jetzt auch einen Teil mal die Baumstümpfe entfernt, um zu gucken, ob es dann nachwächst. Okay. Bin ich mal gespannt. Mal richtig gespannt, wenn die Großen dann auftauchen, ne? Wie jetzt hier Muschiklaus und sowas. Ich denke, wird das ein bisschen übler hier oben.
Oh, gerade so ein Häuptling gekillt im Dorf. Oh, das ist gut. Scheinbar war er alleine. Hast du ihm die unsere Version vom Glauben ihm beigebogen? Der Glauben des Samurais. Banzai! Ja, ich baue mal noch so ein Essensteil hier draußen hin. Also ein Schweirek, ne? Ja. Was haben wir drauf hier? Was haben wir drauf? So. Das Samurai-Schwert ist einfach nur super. Das stimmt. Sollen wir eigentlich überall eine Tür einsetzen oder also in jeder Front oder? Da wie die große, weißt du, hier so eine. Eine Tür war nicht schlecht. Zur anderen Seite kann man gut raushüpfen und da ist ein Seil. Ja, wobei eine Tür wäre schon gut. Tür ist immer gut.
können ja auch so machen, dass wir hier drüben eine Plattform draußen dran bauen irgendwie. Aber warte mal, du kannst hier, kannst du ein Seil dran bauen hier. Auf dem Stück. Das müsste doch mal was funktionieren mit dem Seil. Das hier. Ja, hier haben wir ja schon ein Seil. Aber hier. Ach, da ist auch schon ein Seil. Ja gut, habe ich hier drüber auch nochmal schnell ein Seil gemacht. Kostet ja nicht wirklich Ressourcen. Nö. Stimmt, hier fehlen die Bäume, du. Also die Bäume werden auch nicht nachgebaut hier, ne? Hier auf der Seite fehlen nicht die Bäume. Der zweite Schlitten hin. Der steht da irgendwie bei dir drunter. Unter der Plattform. Hast du einen mitgenommen? Ich habe einen hier, ja. Mit seiner Ausdauer, das ist ja übel. Ich glaube, das wird ja gleich wieder richtig zur Sache gehen, ja, ne? Glaube ich auch. Immer so Hintergrundmusik wieder los. So, wo ist der eine Baumstamm hingeflogen? Da. Was ist das denn hier? So. Schnell wieder ins Dorf. Naja, wenn. Eigentlich könnte man ja kurz schlafen. Vielleicht ist nur das hin. Wie viele Baumstämme? 5 Stück. 5 Baumstämme. Seite hier, ne? Ah, die Falle. Okay, ist fertig. Hast du noch eine Falle aufgebaut irgendwo? Nur die. Wir können jetzt gucken, ob wir schlafen können. Mhm. Denn der arbeitet, muss auch schlafen. So, dann legen wir uns mal hin. Juhu! Super. Aber wir machen wieder.
mal kurz geklackt. Dann beenden wir das und wir schauen mal, was in der nächsten Folge gemacht wird. Ich denke mal, vielleicht kriegen wir das auf die Schnelle mal hin, dass wir das alles zubauen können. Und auch vielleicht die Schränke hier drinnen fertig kriegen können, damit wir ein bisschen was einlagern können, Proviant. Weil es wird ja auch immer stärker, ne? Man merkt das ja. Ja, deswegen mal schauen. Alles klar, Freunde. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.